Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bus! Servus miteinander, wir sind jetzt für euch im Käfer und neben mir, hallo Alexandra Kamm, grüße dich! Einen schönen guten Abend, ich freue mich sehr, das Wetter spielt mit, ist großartig. Eine irre Stimmung schon hier. Besser kann man gar nicht mehr ins Wiesenwochenende starten, oder? Ich bin sehr gespannt, ich esse ja wahnsinnig gerne, habe aber seit 3 Tagen eine Zahnspange. Bin mal gespannt, ob das ein oder andere Händel mir vielleicht oben rechts hängen bleibt, das wäre unangenehm. Was ist denn der Notfallplan, also wenn das jetzt tatsächlich hängen bleiben würde? Ich habe tatsächlich eine Zahnbürste dabei. Sehr gut. Ist kein Witz. Und warme Unterwäsche. Ja, vor allem, das kann man hier im Käfer mal ganz gut dann so verstecken bei den ganzen Menschen. Ja, werden wir mal sehen. Jetzt ist es ja ein wirklich ganz, ganz tolles Dirndl, also wirklich perfekt. Ehrlich? Ja, wirklich ganz, ganz toll. Man sieht ja ganz viel auf der Wiesn, vor allem wenn man so den ganzen Tag unterwegs ist. Ja. Aber vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, was für ein Typ Wiesn du überhaupt bist. So Dirndl-Typ, Wiesn-Typ. Also ich war sehr lange, war ich eine Freundin von Lederhosen, das bin ich jetzt nicht mehr so. Ich sehe es gerne an anderen Frauen. Ich mag es auf der Wiesn gern ein bisschen hochgeschlossener, weil mittlerweile einfach zu viele Porno-Dirndl unterwegs sind und ich kann es einfach nicht mehr sehen und ich fühle mich einfach in so einem hochgeschlossenen Blüschen. Die Firma heißt Gott sei Dank, ja. Und das Dirndl ist von der wunderbaren österreichischen Firma Mothwurf. Ich hoffe, ich habe das mal richtig ausgesprochen. Mothwurf kann es ja nicht sein. Und ich freue mich sehr, also es fühlt sich richtig, richtig schon an und der Rock ist auch ist schön warm. Vor allem zum Unterrock. Ja, das ist ja das Geheimnis, habe ich gelernt. Ja. Ich lerne ja als Mann hier auch immer ganz viel, was so unter dem Dirndl passiert. Ja, und so Unterröcke sind ja angesagt. Also gerade wenn das Wetter nicht so mitspielt, ne, da sind Unterröcke nicht zu unterschätzen. Wenn man auf der Wiesn ist, lieber ab Mass Bier oder Wein? Na, natürlich Bier, hallo? Hallo? Bier natürlich. Und ich kann gut, also 2 Maß vertrage ich und kann dann trotzdem noch mit euch sprechen. Das testen wir später mal aus, weil wir finden dich ganz sicher im Käfer. Was wünschst du allen Zuschauern zu Hause zu Wiesn? Bleibt's gesund. Passt auf euch auf und bleibt's gesund. Vielen Dank. Tschüss.